Herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of the Shadows auf dem Weg zum Vergessenen, der dank unserer Arbeit im Hauptspiel kurz vor der Befreiung steht. Wir können jetzt einmal hochgehen und einmal runter. Wir gehen natürlich erstmal runter, um zu gucken, ob wir hier überhaupt was machen können, ja? So wie es aussieht, nicht. Dann werden wir also nach oben gehen, um dort das Tor zu öffnen, würde ich mal sagen. Ich will eigentlich gar nicht zu vergessen. Okay. Nichts. Ah, lol. Hier müssen wir klettern. Ja, gut, dass hier Leute Ritzen reingeritzt haben. Oh mein Gott. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Nein! So knapp. Lol, habt ihr das gesehen? Yay. Okay. So, gehen wir mal hier hin wieder. So. Na, wieso wendet sich das hier immer? Nein! Ah, knappe Sache immer. Ja, geil! Nice! So und nicht anders muss man das hier machen. Ja, war professionell. Von einem Spieler, der das ja noch nie gespielt hat. So, dann jumpen wir immer wieder rüber. Ganz easy. Kommt die Kleine hinterher? Ich hoffe doch. So, jetzt sind wir auch schon im Turm drinne, oder was? Ja. Yep. Sieht ganz danach aus, dass das hier der Turm, dass des Turmes Innere ist. Ja, schwebt auch einfach. I can give power to this mechanism whenever you need it. Oh mein Gott, jetzt sind sogar Zeitspiele. Klingengeschwindigkeit erhöhen. Mach mal. Okay. Ah, boah. I think the mechanism needs more power. Mehr? Warum denn mehr? Nochmal weniger. Ja, wieso denn mehr? Ach so, weil die da nicht an ist. Verstehe. Aber die steht ja doch ganz gut. So. Ja, ich weiß, wofür wir gleich mal mehr Energie brauchen. Hierfür. Lol. Fuck. Ja, genau. Ach so. Ah, ficken. Ich meine, shit. Wir müssen das jetzt erstmal wieder langsamer machen. Mach mal langsamer. Danke. Wir müssen erstmal da unten ankommen, ja? So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen runter. Ach du Scheiße. Erhöhe mal. Ich hoffe, ach du Kacke. Ja, das ist doch... Boah! Okay. Ist machbar, ist machbar. Ne, ist nicht machbar. Oh, doch, ist machbar. Nein, ist so nicht machbar. So ist machbar. Ne, ist gar nicht machbar! Shit. Okay, wir müssen damit, Schnelligkeit und Verlangsamung gleichzeitig arbeiten, sonst wird das nichts. Ja, komm, wissen wir. So, Klingengeschwindigkeit erhöhen. Damit wir hier dran vorbei können, ja? Ganz knappe Geschichte, wie immer. So, dann klettern wir hier hoch und warten. Darauf, ja, wunderschön, wunderschön, so muss das sein.
So, jetzt brauchen wir mehr Mechanism Power. Machen wir mehr Power hier. So, und jetzt können wir die Power auch wieder verringern. Ja, guck mal, jetzt können wir den hier auch leicht ausweichen. Ah, guck mal, perfekt gemacht. Ja, guckt euch das mal an. Wo geht's da unten lang? Links geht's wahrscheinlich weiter, aber ich will ja alles haben. Also meinen wir ja mal ein bisschen Hardcore-mäßig. Hier unten auch mal vorbeischauen. Okay, man kann's. Okay, immer mit der Ruhe. Ah, guck mal, da unten ist noch so ein, ne? Den Finger. Jawohl. Seht ihr doch. Wir sind Profis, ja? Da passiert sowas nun mal schon. Oh. Müssen wieder hier durch. So. Guck mal, der Rückweg, der ist ja jetzt easy, ja? Wir haben den Weg quasi schon halb freigeräumt. Guck mal hier. Jetzt ist die Frage, was dreht sich wohin? Okay, das so perfekt, geil. Jetzt kann es auch wieder langsamer werden, weil wir sind an denen vorbei. Das heißt, die bleiben gleich stehen. Komm schon bitte. Jawohl! Nice! Geschafft, Leute. Das ist immer geil hier. Geiles Rätsel. Was? Drei Finger? Ach gut. Passiert. Egal. Wir gehen jetzt in die Gründergemächer. A child whose innocence was cruelly taken from her. What kind of god could allow such things to happen? Innocent children turned into monsters. I thought then I could save her. Show her some kindness that might mean something to her. What a fool I was. Just like the three Brotherhood founders, we were all betrayed. I feel a sense of pity for them now. I have traveled that road that they first set out upon, and I have become that which they became. I am darkness. I am shadow. Okay, weißt du, vor allem mit drei Kapiteln und so waren wir noch die Krieger des Lichts, ja, und jetzt sind wir nur noch der Schatten. Ja, so schnell kann's gehen. Aber naja, ne? Holy shit. Hier ist ein... Oh Gott, nein. Bitte nicht. Nein! Mann, Alter. Was hasse ich? Ah, ne, wir müssen. Okay. So dreht es sich komplett. So. So, jetzt müssen wir das nur noch so passig drehen. Okay. What the fuck? Geht doch gar nicht. Wir müssen das. Wenn wir das so drehen. Okay. Ah, guck mal. So ist das schon besser. Machen die einfach mal, ne? Die müssen ja nur untereinander sein. So ist fast richtig. Ach, guck mal einer an. Guck mal, so. Ja, guck dir das an. So. Ich hoffe, das muss nicht pixelgenau sein. Nee! Muss es nicht! Richtig geil. Nur die Frage ist, was hat das jetzt gebracht und wo kommen wir hier hin? We cannot continue. The top floor no longer exists. Ja, aber hier kann man... Ah, okay, wir müssen erstmal uns umschauen. Okay, da sind wir gleich richtig gegangen. So wie es aussieht. I sense a powerful magic in this clock. Mother said there was a way to turn back time with this machine. Geil. Ist das die Zeitmaschine, die hier Mr. Frankenstein
gemacht hat. Aber wo geht's denn hier hin? Hier scheint es ja auch noch weiter zu gehen. Vielleicht ist hier noch ein, ne? Da, guckt euch das an hier. Meine Spürnase hat ihn gerochen. Ja, stinkt wahrscheinlich auch schon. Aber ist nice. Wir haben wieder einen, einen Finger gefunden. Was ist da drin? Da drin ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Ich kann es nicht erkennen. Och nö. Mann, Alter, hier, gib ihr Schmackes. Ne, war die mir das? Ja, aber ein Burning Crusader. Pam! Ich nice. Wir müssen die quasi gleichzeitig umbringen. So. Oder, ja, genau. So, und jetzt müssen wir. In der Zeit, wo keine Gegner da sind, fünfmal oder viermal das Tor runter machen. Guckt euch das an hier. Läuft alles wie geschmiert. Oh. Hi. Oh. Lol. Gib mal her, Alter. Was? Good Time Event? Danke. Geil. Erstmal in die Hosentasche stecken. Thanks, Mate. Oh. Natürlich. Mann, Alter, hab ich euch vermisst, Leute. Oh, ja, wir sind ein bisschen stärker geworden. Aua. Au, dachte ich jedenfalls. Ja, nicht mal die Zeit zum Ausweichen habe ich. Aber egal. Wer braucht Ausweichen, wenn er Skill hat? Ich weiß nicht, aber ich glaube Skill und Ausweichen ist dasselbe. Ach ja, das ist der Shit. Haha. Ja, Burning. Und ins Gesicht. So, nicht anders. Aha. Wer hat die Lichter wieder angemacht? Ja, da will ich nicht mehr rein. So, haben wir das ja auch geschafft. Wahrscheinlich der Mechanismus Starter. Ja, natürlich, klar. Wir können den Mechanismus ja nicht starten, wenn wir den Schlüssel nicht haben, oder? Ja, aber siehst du. Ich wette, wenn wir das jetzt umdrehen, passiert nichts. Ja, genau. Der Monsieur hat ja den Schlüssel mit ins Grab genommen. Boah, sag es nicht, Alter. Wäre ich nie zu selber drauf gekommen. So, jetzt aber ja. Wir in die Vergangenheit. Es geht los. Oh, oh. Da fehlt aber ein Teil. Ist das so richtig? Ja. Oh. Oh lol, geil. Wie weit sind wir jetzt zurückgegangen? 2 Jahre? Oh Gott, nee. We have gone back in time. The top floor of the tower should be there now. Okay, ist nur für einen Teil. Ja gut, wir haben aber nicht viel Zeit, glaube ich. Ja, guck mal da. Guck mal einer an. Was soll das denn? Hier, warte mal. Here are the shrines of the three founders of your order. Okay. Gucken wir dann doch erstmal, was oben abgeht. Puh. Da ist er drin. Sicheres Versteck. Sicher. Ganz safe. Oh, geil. Da ist er drin. Oh. Ja, ich glaube, wir müssen die drei Gründer erstmal kaputt hauen. Bevor wir hier überhaupt irgendwas tun können. Ne? Ja, du benennst. Ja, genau. Ich brauche drei Blutsphären. Oder wir brauchen drei Blutsphären, um
das Schloss zu öffnen. Dann wollen wir mal. Wir gehen mal im Uhrzeigersinn. Ah, Cornell, the youngest of the founders. His overconfidence blinded him to the threat that you represented. Ah, das ist der das ist der Lykaner gewesen. Beschützt durch eine scheiß Piss Dingen. Oh, guck mal, das ging schnell. Zack. Aua. Ja, war ein bisschen früh geblockt für so einen Oberkill, aber egal. Der eine ist down. Du machst hier keinen Blitz. Du kriegst ihn selber. So, ich muss mal hier kurz dran, Lady. Wir wollen mal meinem Ordensführer einen Besuch abstatten. Wunderschön. Und lol. Jetzt echt jetzt? Okay. Wir sind raus. Nur Rätsel. Ein tolles Grab. Okay. Gucken wir uns erstmal um, ja? Guck dir das an. Hier ist schon mal ein Tipp. Ich habe in den Gründergemächern herumgestöbert, als mir eine mysteriöse Notiz in die Hände fiel. Die dunkle Fürstin der Vampire schreibt darin Folgendes über diesen Ort. Die Tür zu Cornells Blut wird sich erst öffnen, wenn einer meiner Puppen in der Mitte des Brettes steht. Ich nehme an, dass irgendwie mit dem berüchtigten Zauber des Puppenmeisters in Verbindung steht. Mit dieser teuflischen Magie, derer sich die dunkle Fürstin bediente, um Rüstungen und Puppen zu kontrollieren. Okay. Ich habe jetzt aber eher dran gedacht, dass das Dingen hier stehen muss. Oder? Vier? Vier, ja. Gott, Alter. Schieberätsel. Hä? Was macht das? Erstmal gucken. Oh. Ja, oh, sieht er. Okay, jetzt geht's los. Ja, okay, okay. So ist das schon mehr machbar. Aber ich fange irgendwie an der falschen Stelle an, wie ich es mir eben schon... Ah, okay. Ich darf nicht den Rand berühren. Okay, ach lol. Gut, dann müssen wir alles in einem Abwasch machen. Okay, wenn wir hier starten, dann gehen wir mal hier lang. Dann hier. Wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir jetzt ins Feuer eigentlich. Aber wenn wir hier jetzt das geht gar nicht. Warte mal. Wir gucken jetzt erstmal, dass hier ein Knochen ist, ja? Und dann gucken wir erstmal, was passiert, wenn wir das hier schieben. Dunklen Handschuh. Okay, das können wir dann auch. Oh, können wir das pro Feld oder muss. Okay, das geht auch immer ganz durch. Wenn wir das jetzt so machen. Das kann ja, geht ja wahrscheinlich dann auch nur so. Guck mal, wenn wir jetzt so machen. Ja, der geht ganz durch. Wenn wir das jetzt so machen, dann können wir ja die Figur hier so lang scheuchen. So bam, 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 bam. Zack. Aber dann geht's nur noch hier hin. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir perfekt. Perfekt. Perfekt, sage ich da nur zu. And another one. So, dann gehen wir mal hier. Pam.
Zack. 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 Danach da oben. Ja. Guckt euch das an. Ja, Spitzenleistung hier von meiner Seite mal. Oh, shit. Aber ich bin ein bisschen stolz drauf, ja. Geil. Oh Mann, Alter, wo kommt ihr denn jetzt her? Wisst ihr was? Ah, scheiße, ich hab keinen. Ah, Mann. Wir müssen uns ein bisschen aufheilen. Mann, Alter, so geht das hier aber nicht mit dem Aufheilen. Mann, hier. Ja. Ins Gesicht mit dir. So. Weißt du was? YOLO-Modus. Meins. Das ist geil, wa? Hä? Achso, war nur eine Nahaufnahme. Von dem Fundort. Ha, egal, Mann. Blitz, interessiert mich nicht. Zack. Oh, Kristall ist bereits vollständig. Hey, hier, guck mal, da war das, da war das. Ich würde sagen, wir verpissen uns hier wieder. Einer da. Ja, er ist schon tot. Okay, das wäre erledigt. Nice. Cornell hätten wir geschafft, aber damit würde ich sagen, war das eine spannende Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn es heißt, wir gehen mal zu der Frau hier oben. Also, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.